Ja, also ich glaube, da sehe ich nach wie vor den Haken. Die Wohlfühlstimme kann es regeln, wenn die Leute das, was ihr Wohlfühlen eigentlich ist, auch passend definieren können oder da ein Bewusstsein für haben. Ansonsten, die Tabakwerbung macht da Werbung mit meine Freiheit und so weiter. Die ist das große Abenteuer und ich kann doch im Augenblick auch genießen und. Also da wäre diese Baustelle, die aus meiner Sicht nur zu lösen ist, dadurch, dass der Wohlfühlbegriff auch wirklich zutreffend für die Menschen gefüllt ist und nicht selbst auch fehlgeleitet oder suchtgeprägt und so weiter ist. Aber in der Richtung können da verschiedene Maßnahmen schon was bringen. Ich finde es spannend noch zu sagen, dass ich an diesen neuen Aufbruchsbewegungen auf Fridays for Future und Extinction Rebellion recht gut finde, dass die im Prinzip den Ansatz ja auch haben. Wir listen jetzt nicht eine Öko-Zielsetzung nach der nächsten auf, sondern es geht uns stark darum, erstmal die neuen partizipativen Strukturen zu entwickeln, also neue Demokratieansätze. Bei Extinction Rebellion dann neue Bürgerversammlungen, in denen die Aufgabe von vornherein bekommen, also denen der Auftrag gegeben ist, Auswege aus der Klimakatastrophe und Klimagerechtigkeit herbeizudenken oder Konzepte dafür zu machen. Ich glaube, das wird erst richtig funktionieren, wenn die Leute das nicht machen, nur weil sie beauftragt sind und nicht auch gleichzeitig sagen könnten, SUVs für alle oder so, also SUVs für alle. Das wird nur funktionieren, wenn sie es nicht wie ein Klotz am Bein machen, also als einen Auftrag, den sie eigentlich nicht wollen, sondern weiter ihre Sucht frönen wollen, sondern Ja, jetzt ist vorbei. wenn sie freiwillig diese Jetzt Sucht wird ein. gerade die Maschine abgeschaltet. Ja, super, super, haben wir doch gut gesprochen. Ja, vielleicht noch ganz kurz, Sekunde, ich setze gerade den Kopfhörer ab. Was für mich jetzt also nochmal extrem wichtig wäre, setzen wir doch diese Talks fort. Wir können doch mit 30 Leuten uns zusammenschalten über kostenlose Telefonkonferenzschaltungen, ja, und können dadurch sozusagen das fortsetzen. Und ich verstehe, wie gesagt, wir müssen gucken, was haben die Scientists for Future, warum haben die sich so gegen uns gestellt, gegen 24 hocherfahrene Professoren, eine ehemalige Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit dabei. Warum haben die sich gegen diese 24 Professoren und Doktoren so vehement gestellt, anstatt mit uns zu fusionieren, ja, und mit uns zusammenzugehen, diesen Weg? Das ist für mich so ein bisschen das Rätselhafte in der Geschichte. Ja, warum ist Fridays for Future so wenig gesprächsbereit? Warum laden die immer nur Stalinisten und Maoisten und sonstige ein? Ja? Und höchstens mal Christian Felber noch. Ne? Ja? Und dann eben, ja, also deswegen, die Wohlfühlstimme, nur das ganz kurz noch zum Schluss, die Wohlfühlstimme, da würde ich schon hoffen, dass die Menschen noch hinkriegen, da beginnt man mit so einer Schulnote 3 bis 4, das ist genau beschrieben auf den Homepages, wie das technisch geht. Ich glaube, ich würde hoffen, dass die Leute das hinkriegen würden, das wirklich sachlich mit diesen Werten umzugehen und dass wir dann wirklich ja, die Wirtschaft lenken können im menschlichen Sinne. Umweltreparatur wird zum Standard. Ja, ich sag mal so, ich mache im Moment als gewaltfreie Aktion auch, dass ich sage, ich möchte da, wo an den entscheidenden Steuerungs- und auch Bildungsstellen wesentliche Elemente fehlen, möchte ich die auch ganz sanft und lieb hinzufügen. Ich habe nichts gegen die Experimente mehr Wohlfühlstimme, aber stellen Sie sich vor, wir hätten zum Beispiel, was ich machen will, ne? Also dann so einen kleinen Kiosk oder sowas vor den Schulen. Hier wird jetzt mal Verantwortungsreife auch beigebracht oder das Wissen darüber vermittelt. Oder dass man an die Rathäuser geht und sagt, ihr entscheidet hier ganz viel. Das meiste ist bestimmt von Geld und Macht- und Lobbyinteressen. Wie wäre es denn, wenn wir hier bei euch ein Verantwortungsbüro mit hinzufügen oder so eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur, wo es nur noch nach vernünftigen Argumenten bzw. langfristigen Verantwortungsargumenten, Nachhaltigkeitsargumenten geht? Also ganz spannende Sachen. Und in der Tat finde ich es wichtig, dass bei solchen Sachen wie wir sind jetzt Wissenschaftler für die Zukunft oder wir entwickeln da Theorien, dass man die Forschungsfreiheit als einen ganz wichtigen Aspekt mit integriert und nicht nur, wir haben ja hier ein paar Ergebnisse, die vielleicht auch die Mainstream-Wissenschaft einfach so als Ergebnis auch akzeptiert. So wird im Moment auch mit der Corona-Krise umgegangen oder wurde damit umgegangen von den offiziellen Stellen. Also die Freiheit des Forschens und die Freiheit der Wissenschaftserkenntnisse auch für diese verantwortliche Zukunftsentwicklung, das müsste gegeben sein und dass wir aufhören, uns mit verengten oder gar ideologisch verengten Scheuklappen gegenseitig von den Bildflächen drängen zu wollen.
Insofern ganz herzliche Aufgeschlossenheit von mir natürlich, da solche offenen Argumentebühnen weiter mitzugestalten oder mich damit einzubringen. Ja, deswegen. Also wir, also vielleicht das als Information. Wir würden gerne jederzeit, wir sind vorbereitet technisch per Mikrofon, zwar nicht per Kamera, aber per Mikrofon, man kann ja dann die Bilder von den Professoren einblenden, an jeder Online-Konferenz teilzunehmen, weil das uns mal einer beigebracht hat, der mich interviewt hat. Der hat mir dann gezeigt, hier stöpseln Sie doch mal das Mikrofon da und da ein und so weiter. Und dann hat das funktioniert. Wir haben also hier Studiomikrofone, mit denen wir das dann übertragen können. Online-Konferenzen, zum Beispiel Zoom, das benutzen wir am Fridays for Future, ja. Und wir würden uns unheimlich freuen, wenn Sie sozusagen, ich bin auch total überrascht, dass ich solch einen Wissenschaftler in Ihnen gefunden habe. Haben Sie sich das alles selbst erarbeitet oder haben Sie auch die Universitäten besucht? Also ich bin studierter Theologe, habe auch Philosophie und vergleichende Religionswissenschaften und so weiter. Wie der Felber und ich, ja. Also ja. Aber ich muss sagen, Sie können sich schon denken, das Wissen, was ich hier jetzt referiert habe, über das Post-Conventional Level und die gesellschaftssprengende Wirkung oder so, das gibt's nicht an den Unis. Also ein Großteil musste ich mir selbst erarbeiten. Also Autodidakt schon seit meinem 13. Lebensjahr, wo ich da auf dieses Prinzip gekommen bin, immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort zu suchen. Ja, und das ist ja das, was Christian Felber ganz klar gesagt hat. Ich bin doch eigentlich an die Universitas gegangen, um ein Gesamtbild der Welt zu bekommen. Genau.